Ihr habt ein merkwürdiges Gerät aus Metall entdeckt, das die Form eines Eis hat. Als ihr einen der Knöpfe berührt, erwacht das Ei zum Leben und verwandelt sich in eine Art Gnom-Roboter-Apparat. Aus dem Inneren des Roboters erklingt eine rasselnde Stimme. Mein Name ist Glotz und mein Leitroboter ist verloren gegangen. Ich würde euch belohnen, wenn ihr ihn aufspürt. Bringt dem Roboter bitte diesen Signalgeber hervorragend. Jetzt habe ich die Koordinaten für euch berechnet. Er ist in der Nähe der klaffenden Schlucht in Tanaris abgestürzt. Bringt das Notsignal zum Leitroboter von Glotz. Ja, nicht kleckern, sondern klotzen. So, ist das nicht toll? Habe ich jetzt hier schon geschlachtet? Ungültiges Ziel. Okay, offensichtlich. Ja. Eiterpfotenhyänen. Stirb, du Eiterpfotenhyäne. Ich frage mich ja, wieso das eigentlich mit dem Fernsehen immer weiter bergab geht. Werden die Zuschauer dümmer oder woran liegt das? Also irgendwie wird das Programm immer qualitativ schlechter die ganze Zeit. Man siehe zum Beispiel mal RTL. Ja. Wobei, da kann es ja fast nicht mehr schlechter werden. Aber auch da ist es jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Oder gerade da ist es nicht das, na, nicht das Gelbe vom Ei ist untertrieben. Das ist ja wirklich, ich weiß auch nicht, das ist alles gescriptet und irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso sich Leute sowas angucken. Ich finde das irgendwie, oh Mann, diese armen Leute, die da mitmachen und nachher bei diesen Doku-Soaps und dann so schlecht dargestellt werden und dann glauben das Leute und dann sind die natürlich auch alle irgendwie, ja, ein bisschen am Arsch sozusagen. Weil, ich meine, stell dir mal vor, du machst jetzt irgendwie da mit, deine Nachbarn gucken das und glauben das denn. Also wenn du da jetzt zum Beispiel irgendwie schlecht dargestellt wirst. Ja, und dann glauben die, dass du total aggro bist und sowas halt alles. Und wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja, oder irgendwer belagert dann dein Haus und was weiß ich, ist ja alles schon vorgekommen. Ja, das ist auch nicht so toll. Vor allem glauben die Leute, dass das echt ist. Ich meine, wirklich, ich meine, so sind doch Menschen nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen so sind, auch wenn sie Assis sein mögen oder, ja, nicht so, nicht sehr nett, aber so wie da dargestellt ist doch kaum einer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wahrscheinlich gibt es wirklich Leute, die so sind, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Tja. Und das Schlimme ist, es ist ja nicht nur RTL, wo so ein Müll kommt. Das setzt sich ja jetzt fort, sogar auf den öffentlich-rechtlichen Programmen. Also, dass da wirklich Doku-Soaps kommen, wo inhaltlich nichts passiert oder irgendwie schlecht gescriptet oder was weiß ich. Ja, oder... ich weiß auch nicht. Ja, also... Diese Sachen, die da teilweise im ZDF kommen oder auf ARD, da weiß ich auch nicht. Das ist zwar alles noch ein bisschen besser als bei RTL, aber es ist trotzdem teilweise sehr niveaulos und dafür zahle ich Geld. Das ist ja das Problem. Ich gucke eigentlich seit vielen Monaten so gut wie gar keinen Fernsehen mehr. Das Einzige, was ich gucke, ist noch Schlag den Raab. Und das war's dann schon. Wunderschön, diese Schönheiten machen wir noch schöner und dann sind sie in kürzester Zeit zum Verkauf bereit. Sandmarterwache? Wenn ihr nach mehr Arbeit sucht, dann habe ich was für euch. Ich kenne einen Elfen namens Trenton Lichthammer, der seit Jahren von den Sandtrollen in der Nähe von hier besessen ist. Er ist darauf festgefahren, eine Art magisches Schwert der Trolle zu finden. Und vor kurzem hat er tatsächlich Helfer gefunden, die mit ihm zum Suchen zur Sandmarterwache sind. Meine letzte Information ist, dass sie die Trolle verjagt und ein Lager errichtet haben. Sucht westlich von hier, nach ihnen, in der Nähe von Zul'Pharak. Ach ja, das Alter, ist das laut da draußen. Das gute Zul'Pharak. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Dieses Alter. Leute, es ist 18.21 Uhr. Wieso machen die schon Feuerwerk? Das ist mir echt ein Rätsel. So. Ich meine, um 0 Uhr kann ich es ja verstehen, aber um 18.21 Uhr, was ist denn da so toll? Das neue Jahr hat nicht mal ansatzweise angefangen. Wir sind immer noch 5 Stunden 39 Minuten. Oh Mann. Naja. Ich habe da auch keine Worte mehr für. So, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ich gehe jetzt erstmal zur Mast- und Schuldbucht. Bucht, nicht Brucht. Bucht.
So. Und dann kann ich hier mal ein bisschen Scheiß verkaufen. Zum Beispiel das da und das hier. Das kann auch nochmal weg. Boah, was habe ich hier alles für Müll? Leichte Feder kann auch weg. Den Heiltrank behalte ich mal. Das Reason Eye behalte ich auch mal. Diesen grünen Farbstoff auch mal. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Und jetzt kann ich das mal schließen und dann nochmal öffnen. Und dann wollte ich nochmal die Muscheln öffnen. So, 5 Muschelfleisch habe ich jetzt. Ach warte, ich habe noch mehr zum Verkaufen. Gibt's ja gar nicht. Basiliskenschuppe noch. Und das ist ja immer noch nicht verkauft hier. Huch. Jetzt aber. Na endlich. Geht doch. Alter. Boah, ist das laut. So. Blödes Silvester. Wer braucht das schon? Nee, ist schon irgendwie sinnvoll. Hier hinten ist übrigens, da sind die Höhlen der Zeit. Übrigens hier. Da vorne. Und da ist der Schmugglerposten. Okay. Auch interessant, was es hier alles gibt. Da ist Gadgetzahn. Und da drüben ist schon der Krater von Ungoro. Also so groß ist das Gebiet hier gar nicht. Das ist irgendwie kleiner. Ist das kleiner geworden? Doch, es ist, glaube ich, kleiner geworden, weil hier jetzt Wasser ist. Andererseits nicht unbedingt. Also, ich meine, man kann natürlich auch ins Wasser reingehen. Aber an sich... Alter, ist das laut da draußen. An sich, ist es... Ja, doch ein bisschen kleiner geworden, glaube ich. Tanaris. Aber na gut. Ist ja auch nicht so tragisch. So, da ist schon der Krater von Ungoro. In den ich aber nicht reingehen möchte, weil ich danach tatsächlich nach Winterquell möchte. Allein schon wegen dieser einen Quest, die es da geben soll, von der ich gehört habe. Die würde ich auch gern mal sehen. Das täte mich jetzt interessieren. So, jetzt aber erstmal hier langlaufen. Zur Mast- und Schotbucht. Ich sag immer Brucht. Weil Mast- und Schotbruch heißt es ja eigentlich, oder nicht? Das wünscht man doch den Leuten immer. Also, das ist... ist genauso wie Hals- und Beinbruch. Ist eigentlich gut gemeint. Hört sich dann halt... Oh, eine Möwe. Ach, guck mal, eine Möwe. Eine Möwe, eine... Kann ich die Möwe nicht mal... Ich kann es ja mal probieren. Ich kann natürlich auf Transportmitteln keine... Okay, die Möwe ist nur... Normal. Was haben wir noch? Eine Wüstenspinne? Davon habe ich auch keine. Ich probiere mal die Möwe. Ich glaube aber fast, dass... Oh, das wird nicht klappen. Mist. Ja. Okay, die beiden anderen Haustiere sind nämlich tot. Das ist ein bisschen doof. Ich hätte die vorher heilen sollen. Weil so werde ich das definitiv nicht schaffen. Mist. Kann ich nicht mal... Was habe ich denn hier für Haustiere noch? Ach, hier doch nicht. Warte, wo sind die denn? Reit- und Haustiere. Hier. Nee, Wildtierführer. Filter. Sortieren nach Stufe. Eine Level 12 Kröte habe ich doch nochmal. Das ist doch nicht schlecht. Die ist nicht tot. Die kann ich theoretisch verwenden. Tauschen wir die mal aus. Dann noch den Papagei. Huch. Den nehmen wir auch nochmal. Und die Smaragdboa vielleicht. So, der Rest ist erstmal... Die Werftratte könnte ich auch noch benutzen. Theoretisch. Ja, ich probiere es jetzt erstmal so. Das muss jetzt erstmal gehen. Möwe. Ach ja, warte. So, jetzt aber. Ich möchte die Möwe gerne einfangen. So, probieren wir mal. Vielleicht klappt es ja. Mit dieser Kröte. So. Jetzt sehe ich gar nicht die Uhr. Mist. Weiß ich gar nicht, wie spät es ist. Egal. So. Stirb, du Möwe. Stirb. Eines qualvollen... Ach nee, ich will sie ja einfangen. Sie soll ja gar nicht sterben. Ach, das heilt mich hier. Ist natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir mal den Froschkuss. Hehe, Froschkuss. Hm. Huch. Jetzt die Möwe ein Frosch. Ich habe da gar keine Worte mehr für. Kann ich die Falle schon benutzen? Nee, oder? Doch, kann ich. Ha, wetten, die trifft nicht. Na, natürlich nicht. Okay, nochmal. Komm schon. Nein, ach, verdammt ich. Komm schon. Alter, ich muss doch mal hier diese blöde Möwe treffen. Na, geht doch. Vor allem ist der Käfig unter die Möwe gefallen. Das ist total sinnvoll. Oh, eine Wüstenspinne, die habe ich auch noch nicht gesammelt. Aber ich habe jetzt eine Möwe. Das ist richtig praktisch. Das ist ja toll. So, ich heile mich erstmal ganz kurz.
Und dann mache ich nochmal das hier. So hoch. Stirb, du Wüstenspinne. I think I spider. So. Na komm schon. Na komm schon. Jetzt heilt die sich auch noch. Das gibt's ja nicht. Was die alles kann, diese Möwe. Ach, diese Wüstenspinne natürlich. So. Und dann habe ich gleich eine Möwe gefangen. Ist das nicht toll? Das gefällt mir aber. Oh, sogar. Oh, was? Ortsansässiger Haustierschreck? Ach, krass. In 10 verschiedenen Zonen habe ich jetzt was gefangen. Das ist ja auch nicht schlecht. Also jetzt natürlich nicht im Let's Play insgesamt, sondern im allgemein mit anderen Charakteren auch schon. Aber ich habe jetzt eine Möwe. Warte mal, da gucke ich gleich mal. Wo ist sie denn? Moment, da. Nee, halt. Hier. Die Möwe möchte ich einmal beschwören. Ich beschwöre diese Möwe und dann möchte ich einmal den Papageien austauschen gegen die Möwe. So. Ha. Kann ich die auch nochmal... Ach, das geht auch. Okay. So. Ha. Ist das nicht schön? Jetzt habe ich eine Möwe, die mich begleitet. Irgendwie nicht. Oh, echt Silber. Er ist echt Silber, Mann. So. Was ist denn hier passiert? Na, sowas. Also das ist ja, also da ist ja irgendwie... Hallo? Jetzt folgt mir diese Möwe. Ach, schön. Kra, kra. Eine Möwe folgt mir. Oh nein. Verdammt. Okay, lass mir da. Das finde ich jetzt auch nicht so toll, dass mir so eine Möwe hinterher fliegt. Warte mal. Ach, Mann. Ich klicke immer das Falsche an. So, jetzt ist sie weg. Die Möwe. Hier soll ich hin. So, wieso laufe ich eigentlich zu Fuß und nehme nicht zum Beispiel das Reittier? Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Gut, dass ihr hier seid. Ich werde eure Hilfe benötigen, wenn wir diesen Gnomen zuvorkommen wollen. Seht, Schätzchen. Ihr solltet eigentlich sehen können, was hier los ist. Auf der einen Seite sind die Seeräuber, auf der anderen die Goblins. Und die Goblins bekämpfen die Piraten. Ein paar arme kleine Gnome versuchen es auch. Ich werde es euch noch einfacher machen. Wir müssen viele Piraten töten. Macht das, ja? Wir wollen ja nicht, dass die Gnome mehr erwischen als wir. Was ist denn das hier? Wettstreit um Piraten töten? Naja. Ich habe eine gründliche Untersuchung des Immobilienmarkts angestellt und leider sind die Marktwerte hier viel zu niedrig, um für uns nützlich zu sein. Wir werden renovieren müssen. Okay. Zum Glück für euch weiß ich ein paar Sachen über Brandstiftung. Ich hoffe ihr auch. Ihr werdet diese unglaublich sicheren Flaschen mit hochentzündlichem Rum auf die heruntergerannten schmutzigen Hütten dort drüben werfen. Ich glaube, da soll heruntergebrannt stehen. Weil heruntergerannt macht irgendwie keinen Sinn. Versucht, in der entgegengesetzten Windrichtung zu stehen. Und Beutepflicht. Wir sollten hier nichts verschwenden, Schätzchen. Diese Seeräuber haben tonnenweise wertvollen Humbug herumliegen, der nur eingesammelt werden will. Könnt ihr es fassen, dass sie es einfach nur besitzen und nichts damit machen? Ich meine, warum machen sie sich denn die Mühe, es zu erlangen, wenn sie nur darum herumsitzen? Gestohlene Ware sollte so schnell wie möglich verkauft werden, um mit dem Erlös tolle neue Sachen kaufen zu können. Naja, seid ein Schatz und sammelt so viel ihr könnt von ihrer Beute, während ihr ihnen die Köpfe einschlagt. Ciao. Seid vorsichtig da draußen. So. Ciao ist auch ein toller Name. Südmeer-Freibeuter. Joho, Piraten haben's gut. So. Ach ja. Fluch der Karibik, auch nicht schlecht. Ich soll Flaschen werfen. Und zwar auf diese Hütte. Da drüben. So. Und diesen Piraten töten. Töten. So. Stirb, Piraten, der Südmeerfreibeuter. Nee, Moment, das ist das falsche Lied. Warte. Nee, das ist auch falsch. Okay, ich lasse das mal. Das war jetzt auf jeden Fall das Richtige.
Habe ich nicht gesagt, ich lasse das? Ach, naja. So viel dazu. Irgendeine Hütte soll ich noch abbrennen? Die da vorne wahrscheinlich. Dam, 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 dam. Hütte abbrennen. So. Ha. Okay. Und hoch. Ich glaube mich. Ah nee, der greift mich gar nicht an. Dieser Geheimdienststampfer. Wieso eigentlich nicht? Was muss ich noch machen? Ich muss Piratenbeute sammeln. Die finde ich wahrscheinlich in den Hütten, vermute ich mal. Ich bin gerade echt ratlos, wo die Beute sein soll. Hier scheint hier jedenfalls keine zu sein. Ne, oder sieht hier jemand welche? Nö, irgendwie nicht. Ich probiere es tatsächlich mal in der Hütte. Ach, gucke mal, da ist Piratenbeute. Da unten. Nicht so einfach hoch rum. Die greifen mich an, nur weil ich ihre Hütte abbrenne. Also das, diese Piraten, ey, wirklich. Verstehe ich nicht. Können die nur. Weißt du, brennst du einmal ihre Hütte ab, schon sind sie total aggressiv dir gegenüber. Das ist mir echt ein Rätsel. Naja. Stirb, Schwadronneur, der Südmeer-Freibeuter. Ach, der Geheimdienststampfer schießt jetzt darauf? Nee, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wieso schießt denn der Geheimdienststampfer darauf? So, der da ist tot. Und hat Cheddar gedroppt. Boah, jetzt habe ich Hunger auf Käse, verdammt. So ein Käse. Hey, ich kann ja nachher noch Käse essen. Ich habe noch Käse da. Ist das nicht praktisch? Ach ja. So. Was ist eigentlich euer Lieblingskäse? Schreibt es mir mal in die Kommentare. So. Würde mich ja auch mal interessieren. Dann kann ich ihn auch mal probieren vielleicht. Vielleicht schmeckt er mir ja auch. Was ist denn mein Lieblingskäse? Ich habe jetzt diesen herben Leerdammer mal probiert. Der war eigentlich auch ganz lecker. Aber was mir auch schmeckt, ist Tilsiter und Gouda eigentlich auch. Also irgendwie schmeckt mir jeder Käse fast. Außer dieser komische Harzer Stinkekäse. Bläh. Huch. Da war gerade ein Sägeblatt in der Luft, das da rumgeschwebt ist. Da fehlen mir jetzt auch die Worte. Sorry. So. Piratenbeute. Haben wir zumindest einiges. Huch, jetzt kommen da die ganzen Piraten raus. Ach, guck mal, da ist noch mehr Piratenbeute. Die sammle ich natürlich gleich, aber jetzt erstmal diesen Schwadronneur töten. So. Stirbt aus, Piraten. Joho. Joho. Sterbt zusammen. Hisst die Waffe. Zeigt sie. Sollen sie uns verdammen. Doch wir sterben früh. Nee. Irgendwie so. Ach, guck mal, da ist ein Buch. Das kann man aber nicht lesen, tatsächlich. Schade, früher konnte man... Nee, hier? Weiß ich gar nicht. Man konnte auf jeden Fall Bücher lesen. Ob das auch hier ist, weiß ich gar nicht. Oder hier war. Scheinbar kann man das Buch da aber nicht lesen. Huch, jetzt spawnen da einfach welche im Nichts. Das finde ich auch immer so toll, wenn die einfach im Nichts spawnen. Ich meine, fällt den Leuten ja nichts Sinnvolleres ein, als Mobs im Nichts spawnen zu lassen. Verstehe ich echt nicht. Da gibt es doch bestimmt noch andere Möglichkeiten. Oh, der Cheddar ist für Level 35, Mensch. Den könnte ich sogar essen, aber lass ich mal. So, erstmal gebe ich hier die Quest ab. Zwei sogar. Niederbrennen. Wunderbare Arbeit. Habt ihr schon einmal mit dem Gedanken gespielt, mit der Brandstiftung euren Lebensunterhalt zu verdienen? Ich kenne da in der Branche ein paar Leute, die... ich kenne da in der Branche ein paar Leute, da geht schon einiges. Na gut, darüber können wir uns später unterhalten. Es gibt noch mehr zu tun. Mal sehen, was ihr gefunden habt. Ihr habt nichts für euch selbst einbehalten, oder? Ohne mich werdet ihr keine Käufer finden. Ich hoffe, ihr seid euch dessen bewusst.
Wunderschön, und der Gedanke, dass sie nur darauf herumgesessen sind, Idioten. Hier habt ihr euren Vorschuss, über die Boni der Gewinnteilung unterhalten wir uns später.